Hallo wieder, für euch ist ein neuer Tag, für mich ist 10 Sekunden später. Wir müssen hier irgendwie doch mal versuchen durchzukommen. Und zwar ging gerade eben oben die Tür einfach nicht auf. Ich schieb das mal auf einen Fehler im Spiel. Denn, ach, jetzt kommt der blöde Panzer hier wieder, der wieder auf uns ballert. So eine Scheiße, der hat ganz vergessen gehabt. Okay, wenn man die berührt, schießen die auch auf einen. Erstmal ab durch die... Ach, du ahnst es nicht, jetzt ballert aber alle Welt auf uns. Ich glaube, das wird kein guter Versuch. Andererseits vielleicht auch doch, sehe ich gerade. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte springen. Natürlich wollte ich springen. Aua. So, die Treppe hoch. Näch. Und dann sportlich um die Ecke. Bevor das MG hierher ballert. So, jetzt ist die Frage... Diese roten Dekors. Ich renne mal erstmal an denen vorbei und verpiss mich hier mal. Denn ich habe mir gerade so gedacht, was von der einen Seite funktioniert, funktioniert vielleicht auch von der anderen Seite. Und ich kann die vielleicht in Ruhe von da hinten, von dem Zaun aus killen. Ja, ja. Na, super. Dann machen wir Normal-Mode und erledigen den schnell. Mehr oder weniger schnell. Erstmal erledigt der natürlich uns. Ach, ich muss hier weg. Genau, dreh dich um. Geh ich unauffällig zu dir. Das hat natürlich wieder ordentlich Leben gekostet. Wie immer. Wenn ich doof bin. So. Den haben wir. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich von da aus vielleicht ganz gut die roten Dico-Klone erledigen kann. Was mir schon fast so aussieht, als wenn das gut funktionieren könnte. Jawohl. Denn die kommen jetzt nicht an mich ran, aber ich an die. Dauert vielleicht ein bisschen, aber ist eine sichere Möglichkeit. Also auf jeden Fall wenigstens schon mal einen. Ach. Och, das mit dem Treffen, ey, das ist echt so ein Highlight in dem Spiel. Der kommt gleich wieder unten lang. Mal einen blauen Dunst reinwerfen hier. Trifft natürlich nicht, ist klar. Der natürlich auch nicht. Der aber. Komm, jawohl. Eins und noch einen. Ach, wieder daneben. Super. Es ist die wahre Freude. Aber da muss ich durch und da müsst ihr durch. Sind ja nicht zum Spaß hier. So, zack, und noch ein Treffer, bitte, jawoll, und noch einen, komm, komm, einer geht noch. Ach. Ist das doof. So, damit haben wir den ersten erledigt, den zweiten kriegen wir scheinbar nicht von hier. Das heißt, ich begebe mich mal nach hier oben hin. Und versucht ihn mal von hier zu erwischen. Oder auch von hier. Ein Treffer. Zwei Treffer. Na, dabei bleibt es erstmal. Okay, die greifen mich gar nicht an, wenn ich hier stehe. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Naja, Dekos sind nicht der intelligentesten welche. So, haben wir erledigt. Dann gehen wir wieder hier oben hin und hoffen doch mal, dass jetzt das Ganze nicht rumbackt und der Schlüssel dann auch gleich mal funktioniert. Lass mal diesen Klon hier erledigen. Dann erscheint gleich wieder der Weiße. Da ist er schon. Kriegt mal direkt eine verpult. Und der steckt uns ja zum Glück nicht mehr in den Knast. Boah, das ist so schön. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sonst jetzt hier im Knast gelandet wäre. So, da ist ein Schlüssel. Jetzt muss ich darauf achten, scheiß auf das Herz, dass ich jetzt definitiv den Schlüssel bekomme. So, da oben wird angezeigt. Ich habe den Schlüssel. Sesam, öffne dich. Es kam das Geräusch von Tür öffnen, aber die Tür ist nicht offen. So ein Scheiß aber auch, ey. Warum geht die Tür nicht auf? Ich will, dass die Tür aufgeht. Bitte. Also
Also es ist definitiv irgendwie, haben wir entweder was vergessen oder es ist ein Fehler, weil, wie gesagt, ich habe definitiv das Geräusch gerade gehört vom Türöffnen. Und wenn das Geräusch vom Türöffnen kommt, sollte eigentlich auch die Tür sich öffnen, oder? Würde meiner Meinung nach jedenfalls ein bisschen Sinn ergeben. Pläne des BIM-Zentrums. Ein Spezialauftrag. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, ich weiß aber, wo sie sind. Ich weiß nur nicht, wie ich reinkomme. Ich suche die Pläne des BIM-Zentrums. Ein Spezialauftrag. Guten Tag, junger Quet. Ich weiß. Julia hat mir. So. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ehrlich gesagt. Da hinten ging es nur zum Wasserwerk. Da brauchen wir auch nicht hin. Also die Tür ging doch auf. Ich probiere das nochmal. Ist doch... Ich weiß sonst auch nicht, was ich machen soll. Das ist halt das Problem. Ich muss doch hier eindringen. So. Und hab da oben... hab da oben auch definitiv den Schlüssel bekommen. Die Kollegen Dekos sind natürlich auch wieder da, ist ja klar. Kann ich vielleicht hier die Tür trotzdem schon mal aufmachen? Wäre ja ganz cool eigentlich. Okay, nicht schlecht. Nur halt, dass der uns trifft, ist ein bisschen doof. Und wir tot sind. Ach, ist das doof. Also wir kriegen den Schlüssel da oben. Und alles. Also das läuft echt prima. Kann ich den erwischen von hier? Natürlich nicht, oder? Ein bisschen Glück. Jo, geht doch. Sehr schön. Kann ich oben rüberwerfen? Nee, aber vielleicht kann ich den schon erledigen. Dann kann ich gleich so durchlaufen. Den müsste ich jetzt vielleicht wieder treffen können. Ach, sowas ist immer extrem ärgerlich, ey. Wenn du ewig gespielt hast, das Spiel speichert jetzt irgendwie keine Spielstände ähnliches ab. Du kannst halt nur... Naja. Du kannst halt nur hoffen, dass der Bug irgendwie jetzt sich von alleine erledigt. Ansonsten muss ich das Spiel gleich nochmal neu starten. Vielleicht bringt das was. Aber ehrlich gesagt habe ich da nicht die riesen Hoffnung. Oh, das würde mich aber schwer ärgern. Den kann ich von hier offensichtlich nicht erwischen. Nee. Wenn ich hier hingehe,
Jawohl, jetzt kann ich ihn erwischen, er mich aber auch. Das heißt, es muss ein bisschen schnell gehen. So. Machen wir nochmal die Tür wieder auf. Erledigen den Schriftführer. Na. So, dann kommt wieder der Große an. Ballert plötzlich auf uns, was vielleicht ein ganz gutes Zeichen ist, weil es läuft anders als beim letzten Mal. Das sieht schon mal so nicht... Ja, außer natürlich, dass ich daran verreckt. Das sieht schon schlecht aus. Gut, aber vielleicht muss der erstmal getriggert werden, sodass der auch auf uns einmal geballert hat, bevor wir den Schlüssel von ihm kriegen können. Ist halt, naja, programmiertechnisch, ne? Ist es. Vielleicht einfach so vorgesehen, dass der uns mindestens einmal treffen kann. Oder trifft. Also nicht unbedingt trifft, aber dass er wenigstens geschossen hat. Bevor wir, jo, bevor wir von ihm halt ernsthaft was holen können. Da verziehe ich mich wieder. Gehe hier mal nur auf die Treppe, weil die sich ja dann schon wieder beruhigt hatten. Da brauchte ich ja gar nicht ganz nach unten hin. Und von hier kann ich sie doch schön erledigen. Ja, wenn ich den treffen würde. Das war der erste Streich. Ach, knapp daneben. Ach. So. Ja. Ah, komm wieder ins Bild. Ja, 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 ja. Nein. Jetzt aber. Nein. Und wenn jetzt irgendeiner denkt, Kell, du musst auch mal ein bisschen vorhalten. Ich weiß. Na, drüber weg. Das hatte ich vor ein paar Folgen übrigens gemeint. Es ist nervig, wenn man so gar nicht vorwärts kommt. So, einen noch. Jawohl. Erledigt. Dann wieder nach drüben. Einmal den Schriftführer beseitigen. So, jetzt erscheint der Große. Den verpassen wir. Eine, er hat jetzt gesch... Oh, Mann! Gisse! Ach, so ein Scheiß. Also, mal ehrlich, wenn wir jetzt 20 Minuten rumfummeln, um hier reinzukommen... dann sind das aber auch die einzigen 20 Minuten, denn wenn das nicht funktionieren sollte und wir es nicht schaffen sollten, aua, in den 20 Minuten jetzt hier reinzukommen, dann werde ich das Ganze offline machen und offscreen machen und sobald ich da drinne bin, werde ich dann das nächste Video aufnehmen. Denn das hat hier sonst so keinen Zweck. Sterbe ich wieder. Weil sich meine Geduld auch dem Ende nähert. Und damit ist dann eh nicht mehr viel anzufangen mit mir. So, mal gucken, wer den längeren hat. Okay, ich habe den längeren. Sehr schön.
So, die Lebenspunkte nehmen wir mit. Langsam werde ich richtig zum Trefferprofi hier. Also nicht wirklich, aber immerhin. So, den schnell beseitigen. Und jetzt kriegt der mal eben eine verpult, holt seine Waffe raus. Wir gehen wieder die Treppe runter. Also er hat jetzt auf uns geschossen. Und wir sind wieder tot. Super. Und diese Folge wird leider nur 15 Minuten und ein paar zerquetschte lang, weil das werde ich jetzt offscreen machen, nachdem wir jetzt auch noch Game Over sind. Werde ich das offscreen machen und sobald wir oben eine offene Tür haben, steigen wir wieder ein. Bis bald. Es ist nur zu eurem Besten.